Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Shamil Stevens. Ich bin der Virtual Coach. Ich hole mein Mikrofon auch rüber von shamilstevens.com. Und in dem heutigen Video spreche ich mit der wunderbaren, der wunderschönen, der bezaubernden. Und es geht um meine Kundenstimme. Habe ich das schon gesagt? Nein. Nein, es geht noch mal dazu. Ich habe Carina im Vorfeld gesagt, ich bin heute so albern und gut gelaunt, dass ich überhaupt nicht weiß, wo dieses Gespräch hinführen wird, aber das ist schon mal okay. Carina, magst du dich vorstellen, wer bist du, wo lebst du und was machst du in deinem Business? Ja, das mag ich. Du hast es schon gesagt, Carina Schimmel ist mein Name. Ich lebe am Rande des wunderschönen Spessarts in der Nähe von Aschaffenburg. Zusammen mit meinem Mann und unseren 4 Fellkindern, 2 Hunde, 2 Katzen. Mhm. Ja, hier lebe ich, hier wohne ich in meinem Business. Unterstütze ich wertstiftende Unternehmerinnen dabei, ihr Geldbewusstsein zu entwickeln, sodass sie eine angenehmere Beziehung zu ihrem Geld bekommen und überhaupt ja, eine Beziehung aufbauen können, damit in Kontakt kommen. Und am Ende ist es dann in der Regel so, dass sie wesentlich gelassener, harmonischer, leichter mit ihrem Geld umgehen können. Und ich höre immer wieder, dass es dann sogar auch Spaß macht. Und das ist ja wohl die Hauptsache. Wir ersetzen also Stress durch Entspannung in diesem Thema. Und das macht mir wahnsinnig viel Freude. Ja, und das ist ein großer Teil von deiner Arbeit und Carina ist auch Buchautorin, darüber solltest du auch ein bisschen sprechen. Und sie ist auch meine große Qigong-Meisterin in meinen Augen. Ich weiß nicht, ob andere Leute das so sehen, aber für mich ist das so, Carina. Magst du über diese anderen beiden Aspekte von dir sprechen? Ja, die Autorin, die vergesse ich irgendwie immer noch. Danke, dass du mich daran erinnerst. Kein Problem. Ich habe ein Kinderbuch geschrieben, da hinten steht es, heißt Lilly und Luke im Zauberwald. Ja. Und es sind kleine Qigong-Geschichten zum Lesen, Erleben und Mitmachen. Mhm. Und das ist auch mein großes Steckenpferd an sich, überhaupt Qigong mit Kindern, egal ob es kleine Kinder sind oder schon erwachsene Kinder. Mhm. Denn auch die dürfen gerne nochmal so ein bisschen in ihre kreative, leichte, kindliche Flow-Energie kommen. Und das liebe ich sehr, sehr, sehr. Und ja, Qigong-Lehrerin bin ich auch, hast du schon richtig gesagt. Das ist aktuell gerade nicht so präsent in meinem Business, darf aber in diesem Jahr sich wieder mehr ausbreiten, mehr reinkommen. Deswegen habe ich mich auch zu einer neuen Weiterbildung angemeldet, weil einfach die Zeit reif ist. Ja, ja, und das ist so schön. Und ja, wir haben vor kurzem in einem Gruppencoaching, glaube ich, darüber gesprochen, dass Carina das ein bisschen einlädt, ein bisschen Platz macht dafür. Und schon hatte sie die erste Anfrage für einen Workshop. Ich glaube, das ist mit Eltern und Kindern, gell? So in die Richtung, oder? Genau, ja. Mit Mamas und Kindern. Und wir werden die Übungen aus dem Buch machen. Und ich glaube, ganz viel Lachen und ganz viel Spaß haben und ganz viel Blödeln. Albern sein. Ja, das wird so sein. Und ja, Carina, das war eine hervorragende Vorstellung. Ich würde sagen, dein Elevator Pitch sitzt gerade bei dem Money-Thema. Cha-ching, richtig gut gemacht. Und lass uns über deine Reise sprechen in den letzten Jahren, über unsere gemeinsame Reise sprechen. Und ich finde, diese Gespräche sind ein bisschen unfair, weil wir kennen uns mittlerweile in- und auswendig. Ich habe das Gefühl, ich habe das gesamte Jahr mit dir fast alleine verbracht, auch wenn all die anderen Kunden dabei waren, weil das ist die Intimität, die wir erleben in dem Thrive-Jahres-Business-Mentoring-Programm und das durch Personal Coaching, durch Gruppenclasses, durch Retreats, wo wir uns abseits von unserem hektischen Solopreneur-Leben in aller Ruhe treffen und uns kennenlernen, sehr tief und sehr nah. Und
es kommt mir ein bisschen albern vor, dir diese Fragen zu stellen, weil ich habe das Gefühl, ich weiß alle Antworten, aber vielleicht lasse ich mich auch überraschen. Und vielleicht magst du einfach den Zuschauern erzählen, was war deine Ausgangssituation, bevor du in das Coaching gekommen bist? Warum hattest du überhaupt das Gefühl, du möchtest mit einem Coach oder Mentorin zusammenarbeiten? Gerne. Also, ich arbeite überhaupt gerne mit einem Coach oder einem Mentor zusammen, weil ich gerne einfach diese Möglichkeit habe, nochmal bei jemandem fragen zu können. Und so ein bisschen Orientierung, aber auch Halt und Begleitung zu bekommen. Und schon mal vorweg, das habe ich alles bekommen. Ja, und noch mehr. Und dann war ich, wann war das, wann habe ich mich entschieden? Ende 2017 war das. Wir hatten, du hattest ein Event gemacht in Frankfurt, wo ich glücklicherweise dazukommen durfte. Ja, das und wunderbare Blue Ocean Event war das, oder? Genau, das war das Blue Ocean Event. Und mir hat es so gefallen, diese andere Sicht auf die Dinge, dass es eine Marketing-Sicht gibt, eine Lehrbuchsicht, nenne ich jetzt einfach mal, aber dass es auch eine, wie soll ich es nennen, eine Herzenssicht einfach auf dieses Thema geben kann. Und das hat mich sehr bewegt, das hat mich sehr inspiriert und ich wollte unbedingt mit dir zusammenarbeiten. Und habe mich aber da noch nicht getraut, Ja zu sagen und diesen Schritt zu machen. Und dann hat sich das alles so ein bisschen zugespitzt zum Ende des Jahres. Da war ich sehr unzufrieden, ich hatte keinen Plan, was ich machen sollte und wollte aber so viel machen, wollte unbedingt wachsen und ich habe gedacht, mir fehlt einfach Struktur, mir fehlt ein Plan, mir fehlt eine Strategie. Und dann kam ich zu dir ins Kennenlerngespräch. Das war die Phase, wo du, ich glaube, wo Simone gerade krank war und du die Gespräche selbst geführt hast. Ja, stimmt. Und es war so witzig, weil es war uns irgendwie beiden klar, schon zu Anfang, gell? Du hattest es damals auch gesagt, dass wir zusammenarbeiten. Es war noch nicht die Frage, wie. Ja, ich wusste. Ich wusste, als ich dich habe dort sehen in dem Blue Ocean, Karina ist, also sagt man sich, sie ist nicht nah am Wasser gebaut, sondern die ist im Wasser gebaut. Und sie war so gerührt die ganze Zeit und hatte Tränen. Und ich dachte, so eine emotionale Frau, mit der werde ich arbeiten. Ja. Ich habe das Event weinend verbracht. Das stimmt. Aber nicht vor Traurigkeit. Ja. Dann kamst du in das Kennenlerngespräch. Was? Nee, andersherum. Dann hast du dich für das 3-Jahres-Programm entschieden. Ja. Nach dem Gespräch, nach ein bisschen Überlegen, ein bisschen Besprechen mit deinem lieben Mann, gell? Ja. Und dann gingst du rein. Was waren deine Erwartungen, als du reingegangen bist? Was hast du gedacht, was wir machen, was passiert und so weiter? Ich habe gedacht, jetzt lerne ich, wie man Marketing richtig macht und wie ich strategisch clever vorgehen kann, damit mein Business quasi wie von selbst läuft. Ja. Ja, das war so nicht. Ich kann mich noch so genau erinnern an unsere erste Thrive Mindset Class. Und ich war vorbereitet, ich habe mitgeschrieben, fast jedes Wort, echt seitenweise. Und ich über die, es waren ja 3 Trimester. Ja. Und bis zum 3. Trimester habe ich dann schon viel weniger mitgeschrieben und einfach gehört. Aber was kam? Genau, ich traue mich gar nicht zu fragen, was kam? Was hast du erwartet, was kam? Ja. Ja. Und was kam? Es kam etwas ganz, ganz anderes und doch viel mehr, als ich erwartet hätte. Ich habe natürlich sehr viel gelernt über Marketing. Ich habe sehr viel gelernt darüber, brauche ich Strategien und wenn ja, wie mache ich sie? Und ich habe aber auch sehr viel dabei gelernt, einfach auf meine innere Stimme, auf meine innere Weisheit oder Intuition, wie auch immer man das nennen mag,
zu hören und darauf zu vertrauen, dass schon etwas kommen wird. Ja. Und das ist mir vorher häufig abhanden gekommen, weil ich doch, obwohl ich durch das Qigong wirklich häufig sehr bei mir bin und sehr zentriert bin, aber wenn es ums Business ging, war ich sehr draußen. Ja. Sehr in diesem Gedankenkarussell, in diesem Wirbelsturm an Dingen, die ich hätte machen müssen sollen oder besser nicht machen sollte. Und ja, das war schon sehr überfordernd. Und jetzt, wir haben ja den Insider, dass ich George Marketing mache. Ja. mache ich einfach die Dinge mehr wirklich von innen nach außen. Ich gucke, was kommt und kann mittlerweile sehr gut entscheiden, was sind Glühwürmchen-Ideen, also welche Ideen leuchten einfach nur mal kurz auf und das Licht erlischt aber auch gleich wieder. Mhm. Und was sind wirkliche Ideen, die ich gerne umsetzen will. Ja. Und dann mache ich das. Ja. Und es hat im letzten Jahr, das ganze Jahr, was wir zusammen hatten, es hat wunderbar funktioniert. Ja. Also es gab wundervolle Business-Ergebnisse. Ich hatte tolle Kundinnen. Ich hatte einen tollen Umsatz, den höchsten bisher. Mhm. Und ich weiß noch, ich glaube sogar nach dem zweiten oder nach dem dritten Monat war die Investition auch schon amortisiert. Ja, ich kann mich erinnern. Bis wir auf teuren Bolands gestoßen sind. darf ich die Geschichte erzählen dazu, Karina? Wir, unsere Thrive Retreats haben zum Teil, also eigentlich alle beide, wo du dabei warst, in einem wunderschönen Wellness-Hotel in der Nähe von Frankfurt stattgefunden mit dem Namen Bolands. Und es gab dort einen Shop mit Kleider und Blusen und Handtaschen und allem möglichen Krams für Frauen. Also ich gehe jetzt mittlerweile richtig so vorbei, damit ich mit Karina und ich, wir haben dort so viel Geld gelassen gefühlt jedes Mal. Die ganze Gewinne von dem Geschäft waren einfach dort gelassen. Oder wie hast du das gesehen, Karina? Durch die ganzen Gewinne. Ich brauche auch noch einen Teil für den jungen Mann von der Triggerpunktmassage. Oh ja, genau. Das habe ich vergessen, ja. Ja, und also das hat mich sehr fasziniert. Vor allen Dingen hat mich sehr fasziniert. Ich weiß noch, dass ich, du hattest ja 3 Retreat-Termine angeboten in diesem Jahr und an dem einen konnte ich nicht, wo fast alle anderen konnten. Und ich hatte so ein bisschen Bedenken, dass nur weil ich alleine an diesem Termin nur konnte, dass er nicht stattfindet. Mhm. Und du hast es trotzdem gemacht. Und das ist etwas, ich weiß gar nicht, ob ich so viel Wertschätzung und Verbindlichkeit mir als Kundin gegenüber schon mal irgendwo erlebt habe. Und das hat mich sehr fasziniert. Ja. Und diese 3 Tage, die waren intensiv und schön und lustig. Ja. Und kostenintensiv. Genau, das ist die Jacke vom zweiten Bolands-Retreat. Genau. Die Karina heute trägt. Ja. Ja. Aber ja. Sie waren unbezahlbar. Ja. Lass uns, weil du gerade ein bisschen über die Business-Ergebnisse schon gesprochen hast, es war ein super, super Jahr. Wir hatten vor kurzem eine sogenannte Celebration Call, wo wir gemeinsam zurückblickend auf das ganze Jahr geguckt haben, was hat sich sonst auch noch geändert. Und was mir in Erinnerung geblieben ist, Karina, ist Dinge, die einfach im Innen passiert sind und die auch nicht Halt gemacht haben an die Businesswende, sondern haben in das Leben rübergeschwappt. Und wenn du Lust hast und darüber ein bisschen was erklären möchtest, das finde ich wunderbar. Ja, gerne. Wo fange ich an? Am Anfang. Genau. Ja, ich glaube, das beste Beispiel dafür wäre, dass ich manchmal schon so ein bisschen so
Du benutzt immer den Ausdruck Drama Queen, ne? Ja. Aber so ein bisschen war ich auch so eine Drama Queen, so ein kleines hysterisches Weibchen. Mhm. Und kaum ist irgendwas gewesen und hat mir nicht gepasst oder ich habe gemerkt, dass es meinem Mann vielleicht gut tun würde, XYZ zu tun oder ABC nicht mehr zu tun, mhm, oder dass er das brauchen würde oder jenes haben müsste. Und dann habe ich das natürlich immer sofort mitgeteilt, weil ich bin ja sehr fürsorglich. Ja. Und mittlerweile kann ich ihn sehr gut einfach lassen. Mhm. Ich weiß, dass er ein Mensch ist, der genauso im Leben steht wie ich auch. Mhm. Und natürlich darf ich ihm Dinge sagen aus meiner Sicht, aber ich darf es auch lassen. Eine gute Freundin von mir hat mal gesagt, man darf die Menschen auch liebevoll in Ruhe lassen. Ja. Und das schaffe ich jetzt sehr, sehr gut, ohne mir darüber Gedanken zu machen, dass ich es doch tun muss. Mhm. Also, dass ich ihn lassen muss. Mhm. Sondern es ist wie so, okay, ja, fertig. Ja. Also ich bin viel ruhiger, viel gelassener, auch in dieser Beziehung geworden, dass ich einfach abwarten kann und weiß, es wird schon gut kommen. Ja. Ja. Also das auf jeden Fall hat sich verändert. Und ich habe es ja eingangs gesagt, ich habe auch zwei Hunde. Mhm. Jetzt wohl bemerkt, einer hier und einer hier schlafend, ja, dabei sind. Und auch das war so eine Dauerbrenner-Baustelle. Mhm. Für mich, dass sie, wenn wir zusammen unterwegs waren und uns andere Hunde begegnet sind, dann hat Willi immer sich wahnsinnig aufregen müssen und Pebbles musste sich dann auch aufregen, weil sich der Willi aufgeregt hat, mhm, und ich habe mich aufgeregt, weil sich alle beide aufgeregt haben. Aufgeregter Haufen. Ja. Und jetzt weiß ich auch, na mein Gott, dieser Hund kommt und dieser Hund geht. Mhm. Und manchmal regt er sich auf und manchmal nicht. Mhm. Und auch das geht vorüber. Mhm. Und dann gibt es die nächste Situation und die ist vollkommen neu. Mhm. Ja. Ganz einfach. Ja. Oder ich war auch jemand, die immer geschaut hat, wo kann ich mich noch verbessern? Wo gibt es noch irgendeine Blockade zu lösen? Mhm. Und auch davon bin ich weggekommen. Es gibt keine Blockaden zu lösen. Mhm. Und so wie du es am Anfang von Thrive direkt gesagt hast, es gibt nichts zu tun, es gibt nur etwas zu sehen. Mhm. Ja. Und dann kann ich einfach hinschauen und gucken, wo möchte ich einfach da noch gerne mehr sehen. Ja. Mehr erkennen, mehr Erkenntnisse haben, die dahinter sind. Mhm. Und das war's. Und die Erkenntnisse kommen, ohne dass ich sie suchen muss. Ja, ja, das ist so. Und das ist so. Ja, ich finde es lustig, diese Beispiele mit dem Mann und den Hunden. Und tatsächlich viele, die mit diesen Thrive-Gedanken, also mit denen wir uns beschäftigen in dem Programm, begegnen, die berichten auch davon, ne? So Dinge außerhalb wie Verbesserung der Gesundheit, Verbesserung von Beziehungen außerhalb des Programms. Und was aber auch herausstecht, Carina, und es ist mir so bewusst geworden, im Dezember und Januar, weil du warst ganz am Ende von dem Jahr und in den Gruppencalls gekommen und da sind einige Personen drin, die sind frisch dabei, nicht in Thrive, sondern in einigen anderen Programmen und die schauen alle zu Carina auf, weil Carina ist in diesen Calls die Ruhe in Person. Sie lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, wenn irgendwas in ihrem Business gerade nicht läuft, wie sie sich das vorstellt oder sie ist nicht getrieben, sie ist einfach geerdet in ihrem Sein und diese Gelassenheit, diese Leichtigkeit, diese Ruhe, die strahlt unglaublich nach außen aus. Und ich glaube, Carina, dass du schon vorher nicht nur eine Dramakönigin gewesen bist, wie ich auch, sondern, sondern dass du auch schon diese Ruhe zu Beginn auch mitgebracht hast und dass du dafür bekannt gewesen bist. Was ich gemerkt habe über das letzte Jahr, ist einfach eine
eine noch Vertiefung von dem, eine Befestigung von dem, eine echt solide Basis. Und das ist das, was mir so wichtig ist in dem Thrive-Programm, ist dieser solid ground zu schaffen, von dem wir aus agieren und wo wir wirklich stabil auf beiden Füßen im Leben stehen. Und es kann uns einfach nichts umhauen. Wie siehst du das? Wie hast du das empfunden? Ja, mir kam gerade dieser Gedanke, dass ich, ja, ich hatte schon immer diese, keine Ahnung, Gabe, für andere Menschen wahnsinnig ruhig zu wirken und Ruhe auszustrahlen und ihnen Ruhe auch zu vermitteln, sodass sie sich wirklich fallen lassen konnten. Ja. Und das kann ich immer noch, das ist gut. Ja. Und jetzt kann ich es aber auch für mich. Ja. Denn vorher konnte ich das gerade im Business-Kontext wirklich nicht sehr gut. Ja. Das hat mich so aus meiner Ruhe gebracht, weil es doch, weil ich mir doch die ersten Jahre wirklich schwer getan habe und es manchmal am seidenen Faden hing für mich, mache ich weiter oder nicht? Ja. Also, ne, kann ich diese, ist es tatsächlich noch eine Existenzgrundlage oder ist es einfach nur noch ein Klotz am Bein? Ja. Und jetzt kommen diese Ängste nicht mehr in der Form hoch, ja, sondern ich kann einfach viel klarer und ruhiger dahinschauen und erkennen, was ist jetzt hier kleine Äffchen, die mir irgendwelche Geschichten erzählen wollen, wo gibt es wirklich was zu tun, oder wo kann ich mir Unterstützung holen? Ja. Das ist gut, das ist sehr gut. Und das Gefühl kenne ich auch selber. Also viele Jahre, nachdem ich meinen Masterstudiengang gemacht habe in Coaching und Training, ein unendlich großes Werkzeugkoffer hatte an Methoden, Coaching-Prozesse, alles Dinge, die man machen konnte, aber in mir nicht ruhig geerdet war. Und eigentlich versteckt von dem Auge des Öffentlichkeits in meinem kleinen Drama täglich verfangen. Mhm. Und das ist ein unglaublicher Unterschied, etwas zu kennen und andererseits wirklich anzukommen und von dort aus sein Business zu machen, von dort aus die Coaching zu führen, egal ob es um Money geht oder Qigong-Workshops oder Bücher schreiben, ist es einfach... Ja, dieses Solid Ground, von dem ich gesprochen habe. Ja. Karina, vielleicht zum Schluss. Also, wir haben es ein bisschen angerissen, dass Thrive ein Programm ist, wo es einerseits, dass wir uns erlauben, Marketing und Business zu besprechen, strategisches, strukturelles, Pakete und Preise, Zielgruppen, Businessmodelle, all das. Und andererseits, wo wir diese innere Schau halten, also nicht an uns arbeiten, nur wo wir gemeinsam als Gruppe hinsehen, was können wir mehr sehen, das uns quasi zu dieser erdenden Punkte bringt. Und wir haben darüber gesprochen, dass es Online-Treffen gibt im One-to-One und in der Gruppe und die Retreats, wo wir uns vor Ort getroffen haben. Das sind also die gröbsten Umreißungen des Programms und was über das letzte Jahr geschehen ist. Gibt es sonst noch irgendwas in deinem Kopf, was das Thrive-Programm und das, was du erlebt hast, auszeichnet, anders macht als das, was du vielleicht woanders gesehen hast, für die Zuschauer dort draußen? Ja, eine Sache möchte ich noch dazu sagen, und das habe ich dir, glaube ich, auch mal per E-Mail geschrieben. Mhm. Du warst immer greifbar. Mhm. Immer. Das hat mich so fasziniert. Also dieser Ausdruck Premium-Programm ist ja in aller Munde und was man alles reinpacken kann und. Aber du warst quasi der größte Gewinn in diesem Programm. Du hast dich mit reingepackt mit deiner ganzen Aufmerksamkeit, Hingabe und Liebe. Mhm. Und wenn ich eine E-Mail geschrieben habe, dann habe ich eine Antwort bekommen. Ja. Oder wenn in meinem Fortschrittsbericht etwas war, wo du einfach intuitiv gemerkt hast, okay, es braucht eine Reaktion, dann war sie genau
zum richtigen Zeitpunkt und auf den Punkt. Und das hat mich immer sehr, sehr tief berührt. Und ich habe mich immer so begleitet gefühlt. Und das war schön. Oh, das ist aber ein sehr schönes Feedback, Carina. Das ist mir auch ganz wichtig. Du weißt, wie emotional ich werden kann. Ich versuche gerade, das nicht zu tun. Du weißt, wie wichtig es mir ist, dass meine Kunden sich wirklich gesehen und auf Augenhöhe getroffen fühlen. Und das ist von daher ein sehr, sehr schönes Feedback. Und freut mich insbesondere, von dir zu hören. Dankeschön. Jo, also es gibt da Leute da draußen, Carina, die überlegen sich, in ein Kennenlerngespräch zu kommen. Und wir wissen, wir beide, dass alle potenziellen Kunden da draußen eigene Weisheit haben und selber spüren, ob eine mögliche Zusammenarbeit mit mir für sich richtig anfühlt. Und doch frage ich immer die Frage, wenn jemand kurz davor steht, ein Kennenlerngespräch auszumachen, vielleicht sind das gebrannte Kinder. Sie haben Gespräche geführt, wo viel Druck gemacht wurde oder ähnliche schlechte Erfahrungen und sie trauen sich gar nicht, sich zu melden. Was würdest du denen raten? Was kannst du mitteilen? Einfach, was kommt aus dir heraus zu diesem Thema? Einfach vertrauensvoll anfragen, einen Termin vereinbaren und jede oder jeder kann sich darauf verlassen, dass er oder sie zu nichts gedrängt wird, sondern dass die ganze Zeit wirklich die Entscheidung vom Herzen kommen darf. Ohne Druck, ohne, und wenn du dich bis jetzt entscheidest, dann kannst du noch das und das und das bekommen. Nein, es gibt ein Angebot, wenn es ein Angebot gibt und man kann es nehmen oder man kann es nicht nehmen. Und das Schöne ist, ich glaube, auch wenn ich Nein gesagt hätte damals und wir hätten uns irgendwo getroffen, wir hätten trotzdem zusammen Kaffee getrunken und es wäre mitnichten irgendwie seltsam gewesen. Nee, gar nicht, ja. Und das ist das Angenehme an dieser Sache. Deswegen, das kann ich wirklich nur von Herzen empfehlen. Einfach trauen und gucken, Was passiert? Was sagt die innere Stimme? Ja, absolut. Sehr schön gesagt. Und Carina, viele Leute wollen bestimmt wissen, wo man dich online findet, wo kann man dich begegnen, wo kann man zum Beispiel zu deinem Podcast hin und über das Buch erfahren. Wo findet man dich online? Ja, online findet man mich unter www.carinaschimmel.de und da gibt es meinen Podcast unter Inspiration und bei den Angeboten etwas weiter unten findet man auch mein Buch, aber auch kleine Meditationen. Und ich bin immer für virtuelle Kaffeepausen zu haben. So heißt zwar dein Kennenlerngespräch, aber mit dir kann man echt Kaffee trinken. Ja, mit Carina kann man das echt machen. Genau. Einfach nur Kaffee trinken. Genau. Ansonsten Facebook und wie die sozialen Medien alle heißen. Ich bin, glaube ich, überall ein bisschen vertreten. Ja, Geldbewusstsein ist der Claim bei diesem Money-Thema und schau euch das mal an. Das ist eine super schöne Website, auch mit neuen Fotos. Wir wollen auch demnächst ein Fotoshooting gemeinsam machen. Carina, wir kriegen das noch hin, da bin ich ganz sicher. Ich danke dir von ganzem Herzen für dieses sehr reiche und schöne Jahr mit dir. Es war einfach eine Riesenehre, diese Zeit mit dir verbringen zu dürfen und ein Privileg, dich auf einen Teil deines Weges begleiten zu dürfen und deine Hunde auch, die auch ein paar Mal dabei waren oder mindestens eins davon. Wir werden bestimmt weitere Spaziergänge zusammen machen. Die Carina und ich, wir leben nicht so weit auseinander und wir haben andere Dinge vor für das kommende Jahr. Und ich sage einfach mal vielen, vielen Dank für die heutige Zeit und für deine Kundenstimme. Danke. Sehr gerne. Ich danke dir. Ciao. Tschüss zusammen. Ciao.